Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Die Botschaft der Engel. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung 25 Euro. Das ist Engelbotschaft. Die Legung und kommt Astrologie dazu nach indischen Astrologie. Liebe Amelia, ich grüße dich, das ist dein Video. Erstmal erkläre ich astrologisch, was ist zum Erwarten in die nächste Zeit. Du hast Aszendent Löwe nach diesen indischen Berechnung. Und das zeigt auch deine Stärke, deine Kraft. Löwe ist sehr machtvoll und ein Löwe kann man nicht übersehen. Auch niemand, wo Löwe Aszendent hat. Und das, was du erlebst, du im Leben, dieses Bedürfnis zum Haben, wahrgenommen zu werden, du liebst es auch, die Publikum, die Erfolg. Und wenn du diese Ausstrahlung hast, und das zeigt dein Selbstvertrauen, dein Selbstwertgefühl, diese sicheren Auftreten, wirst du auch diesen Respekt, diese Anerkennung bekommen. In die Nähe von Aszendent befindet sich in dein Geburtshoroskop ein rückläufiger Jupiter und ein rückläufigen Pluto. Diese Rückläufigkeit bedeutet Vergangenheit, karmischen Themen. Konzentriere auf den Wesentlichen und das ist dein Selbst und deine Selbstdarstellung. Das ist der Fokus in dein Leben. Die Menschen, die das unterstützen, die gehören zu deinem Leben und die Menschen, die dich verletzen, verabschiede davon. Das ist Pluto-Energie, alles oder nichts. Jupiter zeigt deine Werte, deine inneren Größe und schenkt dir eine optimistische Haltung im Leben. Im zweiten Lebensbereich hast du die Werte, Selbstwertgefühl und Finanzen. Energetisch hängt das zusammen. Hier hast du in dein Geburtshoroskop einen rückläufigen Uranus. Rückläufigkeit, wieder Vergangenheit, karmischen Themen. Und das ist deine Lernaufgabe, deine karmische Lernaufgabe, zu deinen Werten zum Stehen und auch verstehen, du bist einzigartig und außergewöhnlich. Das ist Uranus-Energie. Und wenn sich das bei dir dreht, dann verbessert sich auch die finanzielle Lage, weil Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl hängt energetisch Hand in Hand zusammen mit Geld, mit Finanzen. Hier hast du Jungfrau und da brauchst du Heilung. Nicht nur Uranus befindet sich in diesem Bereich, sondern auch Ketu. Ketu ist die absteigende Mondknoten und zeigt Vergangenheit, wieder alte Erinnerungen, karmischen Themen. Dritter Lebensbereich heißt die Schule des Lebens. Hier hast du Waage und das heißt, du hast die künstlerische Begabung oder du bist sehr kreativ, auch die Bedürfnis nach Harmonie und Schönheit. Waage symbolisiert auch Gerechtigkeitssinn und auch Partnerschaft. Und das sind wichtige Themen. Und da machst du Lebenserfahrungen. Der vierte Lebensbereich ist der tiefste Punkt des Horoskopes, symbolisiert die Fundament, die Basis. Ich vergleiche das immer mit einem Baum, dann könnte ich sagen, hier ist die Wurzel des Baumes, hier fühlst du dich verwurzelt, verankert, das ist deine Herkunft, dein Zuhause, die Traditionen. Und das gibt dir die Halt, die Sicherheit, Stabilität im Leben. Hier hast du Skorpion. Skorpion gehört zum Wasserelement. Es ist nicht einfach, im Wasserelement Halt zu bekommen.
Aber wenn wir auf unseren Gefühlen achten, weil Wasserelement symbolisiert Gefühlen, dann hast du diese Stabilität. Das heißt erstmal das Innere Stabilität in dein Gefühlsleben. Hier hast du im Geburtshoroskop einen rückläufigen Neptun. Wieder Karma, wieder Erinnerungen, wieder karmischen Themen. Neptun lässt die Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Und wenn wir das verneinen, weil wir das nicht glauben, dann kommen die Enttäuschungen. Und diese Enttäuschungen, diesen Gefühlen hast du als Erinnerungen. Und hier brauchst du auch die Transformation, das ist auch Skorpion-Energie. Und Neptun leben, Neptun aktivieren. Und das ist die Träume, die Sehnsüchte, die Vision, auch die Visualisierung. Und dann anfangen daran zum Glauben und loslassen, geschehen lassen. Mit anderen Worten, Vertrauen, das Fluss des Lebens. Zurzeit bewegt sich hier Jupiter und gibt dir die Chancen, Möglichkeiten, das zum Leben. Fünfter Lebensbereich sind die Kinder. Das kann deine eigenen Kinder sein, aber bedeutet auch die eigenen Kindheit, die Erinnerungen und auch das innere Kind. Und wir sollen unserem inneren Kind immer wieder stärken. Ab und zu mal sagen zu uns selbst, das hast du richtig gut gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Diese Sätze, diese Affirmationen stärken uns innerlich. Hier hast du Schütze. In diesem fünften Lebensbereich ist nicht nur die Kindheit, sondern auch Lebensfreude. Schütze zeigt dir die Richtung, wenn du das wahrnimmst. Weil Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und energetisch bedeutet, hier sind unsere Wünsche. Schütze ist Feuerelement und zeigt die Begeisterung. Wenn ein Wunsch zusammentrifft mit der Begeisterung, dann hast du Orientierung und mach das spielerisch. Dann verspürst du die Lebensenergie. Und hier bewegt sich zurzeit Saturn, der Planet, der Schicksal, der uns auch belehrt, rückläufig gerade bis Mitte September. Das heißt, hier bremst etwas, kommen auch Erinnerungen, auch viel Schmerz von Vergangenheit. Und Saturn belehrt aber auch. Hier bewegt sich zurzeit auch Pluto und Pluto zeigt alles oder nichts. Sei davon überzeugt, das ist die innere Überzeugungskraft, es klappt alles. Pluto ist zurzeit auch rückläufig und hier bewegt sich auch Ketu gerade dieses Jahr und nächstes Jahr auch. Und Ketu hervorruft Erinnerungen von früheren Leben, zeigt Vergangenheit. Also hier ist einiges los und es ist gerade die Lernaufgabe, da wird dein Schicksal gelenkt. Schütze steht auch mit Ausland in Verbindung. Im sechsten Lebensbereich zeigt sich den Alltag und Pflichten und Arbeit, aber auch Gesundheit. Hier hast du Steinbock. Steinbock bedeutet in ersten Lebenshälfte Strenge. Und so kann ich deinen Alltag und deine berufliche Situation vorstellen. Es war sicherlich nicht einfach. In zweiten Lebenshälfte bekommen wir von Steinbock die Unterstützung. Das scheint mir so zu sein, bis dahin sind wir weise und alles haben wir im Griff, haben wir vieles gelernt und dann kommt den Lob. Und das, was du erlebst im Alltag.
Hier im Steinbock hast du im Geburtshoroskop Venus und Merkur. Venus ist deine Weiblichkeit und der Planet die Liebe. Und das ist im ersten Lebenshälfte auch nicht einfach, die Liebesbeziehung zum Leben. Zweite Lebenshälfte kommt mehr Stabilität. Kommt Unterstützung von Steinbock, von Saturn, weil Saturn herrscht über diesem Tierkreiszeichen. Merkur ist auch hier im Steinbock. Merkur steht in Verbindung zum Kindheit und Jugend. Und im Steinbock ist das streng. Merkur will aber spielen. Merkur liebt das Spielerische. Und hier zeigt sich deine Kindheit, die Pflichten, was du gehabt hast, deine strenge Elternhaus, Einschränkungen. Und das fühlst du auch. Und genau das, was dich so bedrückt, was du so schwer empfindest, das sollst du loslassen und mehr zum Leichtigkeit kommen. Die siebten Lebensbereich öffnet sich den Tor zum Partnerschaft. Das hast du im Wassermann. Und Wassermann bedeutet Einzigartigkeit. Einzigartig und außergewöhnlich fühlen. Und das ist die Uranus-Energie, weil Uranus herrscht über Wassermann. Saturn auch, aber Uranus auch. Das ist hier die Uranus-Energie. Und bei Wassermann kommt auch noch dazu diese Weitblick. Ein Adlerblick. Adler steht auch in Verbindung zum Wassermann. Die Zeit vorausdenkende. Und auch die Luftelement, diese Leichtigkeit, das beeinflusst deine Partnerschaft. Du hast deine Sonne hier, das entspricht deinem Wesen. Und versuche das auch zum Leben. Fühle dich einzigartig, außergewöhnlich mit dieser Löwe-Aszendent. Bring das nach außen. Und bist du dann auch wahrgenommen? Das ist dein Glanz. Steh dazu, lass dich nicht einschränken. Und sei auch nicht zu streng zu dir selbst. Hier bewegt sich zurzeit Neptun. Und das bedeutet, du lernst gerade deine Träume zum Leben. Thema ist Liebe, Partnerschaft. Aber bei Neptun Energie ist wichtig, daran auch glauben. Im achten Lebensbereich ist der Tod, seltenen Fällen bedeutet das Todesfall oder eine erbschaftliche Situation, sondern eher bedeutet das Loslassen. Es muss immer wieder was absterben in unserem Leben, damit etwas Neues entstehen kann. Hier hast du die Fischenenergie. Und das ist das Ozean, die Gefühle. Wasserelement steht in Verbindung zum Gefühle. Und hier schwimmt zwei Fischen, aber in verschiedenen Richtungen. Die eine Richtung ist die Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Andere Richtung ist das Vertrauen, das Urvertrauen an Fluss des Lebens, weil das Wasserelement trägt auch. Und das symbolisiert unseren Gefühlen. Ein gutes Bauchgefühl zu haben, in diesem Vertrauen bleiben. Und das ist hier dein Erneuerungsprozesse, die Transformation, weil das drückt diesen achten Lebensbereich auch aus. Hier hast du im Geburtshoroskop Mars und das hat mit Liebe, Partnerschaft was zu tun. Mars ist der Mann, natürlich auch deine Kraft und hier im Fischen, im achten Lebensbereich, ist deine innere Kraft. Und hier hast du auch Saturn und Saturn belehrt dich, also im Geburtshoroskop hast du hier Saturn, der große Lehrmeister, das sollst du bewältigen und Rahu hast du hier auch. Rahu ist die aufsteigende Mondknoten, auch ein karmischer Knoten, ein Lebensweg, ein karmischer Weg, was die Seele noch nicht kennt. Ein Neuland. Neunten Lebensbereich ist Reise, Ausland, Auslandskontakte, aber auch inneren Reise und Glaubenssätze. Woran glaubst du? Glaubst du an dir selbst?
Glaubst du an dein Vorhaben? Glaubst du an die Liebe? Glaubst du an Gott? Und hier hast du die Wiederenergie. Und das kann für dich auch Neuigkeiten bedeuten. Auch die Begeisterung, das ist Feuerelement. Das ist pure Begeisterung und auch Kraft und Mut voran zum Strömen. Wieder stürmt voran. Und hier hast du Lebenserfahrungen auch mit Ausland. Zurzeit bewegt sich hier Uranus nach indischen Berechnungen und da bringt dir Umbrüche und Veränderungen. Die höchste Punkt des Horoskopes hast du im Stier. Das sind deine Ziele, deine Berufung und auch Öffentlichkeit. Und Stier genießt das Leben. Das ist Erde-Element. Stier ist auch bequem und sorgt dafür, dass die Sicherheitsstabilität da ist. Auch die finanzielle Stabilität Stier steht in Verbindung zum Finanzen. Hier bewegt sich zurzeit Venus und hat einen Einfluss auf dein Liebesleben. Mach dir bequem, genieße das. Stier genießt das Leben. Mach das einfach schön. Elfter Lebensbereich sind die Wünsche, die Sehnsüchte, die Hoffnungen und Freundschaften. Und ich sehe das mal so, wir sollen mit unseren Wünschen Freundschaft schließen. Hier hast du Zwillingsenergie und das bedeutet die Leichtigkeit, das ist Luftelement, ein gewisses Neugier, aber spielerisch. Zwilling ist spielerisch, das, was du brauchst, wenn du deine Wünsche erreichen möchtest. Und deine Freunde unterstützen dich dabei. Hier hast du im Geburtshoroskop Mond und das entspricht deinen Gefühlen. Du brauchst dieses Gefühl, du brauchst diese Leichtigkeit. Dann kommst du zu einem höheren Bewusstsein. Hier bewegt sich zurzeit Sonne, das zeigt Monatsthemen, und Rahu auch, die Drachenkopf. Und das bedeutet, Rahu bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch in Zwillinge. Und das ist ein karmischen Weg, was die Seele gerade braucht zum Lernen, weil das befreit momentan. Das sind die Freundschaften und deine Wünsche. Die zwölfte Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens, auch die Rückzug und bedeutet auch karmischen Themen, Erinnerungen und alles, was im Geheimen liegt. Hier hast du Krebs. Krebs zeigt auch Rückzug und das brauchst du immer wieder, damit du in deiner eigenen Kraft bleibst. Hier bewegt sich zurzeit Mars und Merkur und das heißt entweder Geheimnisse in die Liebe, Partnerschaft oder dein Partner zieht sich gerade zurück. Das kann auch sein Rückzug sein. Mars ist nicht nur der Mann. Mars bedeutet unsere Kraft. Und wir brauchen diese Kraft, uns durchsetzen und behaupten in unserem Leben. Und hier im 12. Lebensbereich, im Rückzug, ist für dich sehr wichtig zur Zeit die Ruhe. Weil in Ruhe liegt die Kraft. Hier bewegt sich zurzeit Merkur auch und hier sind die Geheimnisse. Das kann bedeuten, du sollst deine Geheimnisse bewahren und schweigen oder du erfährst Geheimnisse. Jemand erzählt ihre oder seine Geheimnisse. Und jetzt schauen wir diese Engelbotschaft an. Jeden Tag herrscht ein anderer Engel nach Kabbala. Kabbala kommt von Hebräisch und ordnet die Engel auch nach Zahlen, nach Buchstaben und so ist das alles aufgebaut. Das sind meine eigenen Karten. Ich habe nämlich keinen einzigen Engel-Kartendeck gesehen, gefunden, was wirklich die Kabbala entspricht.
Und das habe ich vermisst und so sind meine eigenen Karten dann entstanden und das entspricht die Kabbala. Und Engel Umabel hat in diesem Tag geherrscht, in dem Tag, wo du geboren bist. Und Engel Umabel hat die Zahl 61. Das ist eine Ordnungszahl. Engel Umabel ist Engel der Begegnung, Engel die Geheimnisse, aber Engel auch die Wandlung, die Transformation. Engel Umabel hilft uns, wahre Freunde zu finden, bringt in unserem Leben Liebe und Harmonie, hilft bei Problemen, Problemen zum Lösen. Hilft die Geheimnisse, die Mineralpflanzen und die Geheimnisse der Tierreich zu entschlüsseln und verstehen. Vermittelt für unsere Welt die Verbindung zum Universum. Belehrt uns über Astrologie, über Astronomie. Es ist eine Verbindung zum Himmel, eine Botschaft zwischen Himmel und Erde. Ihr Tugend ist Zuneigung, Freundschaft und wahre Glück zum Finden im Leben. Und jetzt schauen wir diese Legung noch an. Momentan hängt bei dir alles in Luft und du hast das Gefühl, du verlierst den sicheren Boden unter deinen Füßen. Du brauchst aber Sicherheit, Stabilität und Schutz auch. Und du weißt im Augenblick nicht, wie geht es weiter. Du stellst auch momentan diese Frage, in welche Richtung soll das weitergehen? Wie soll ich meine Entscheidungen treffen? Wo finde ich Schutz, Sicherheit, Stabilität? Weil die Bedürfnis ist da. Achte auf deinen Gefühlen. Dein Gefühl gibt dir diese Basis, so wie in Astrologie auch, der tiefste Punkt des Horoskopes in Skorpion. Wenn du deinen eigenen Gefühlen beherrschst und kannst Angst loslassen, dann bewegt sich etwas in die Richtung, was du vertrauen kannst, weil du übergibst das an Gott. Oder du hast klare Ziele, dann bewegt sich genau in die Richtung, was du als Ziel setzt, woran du glaubst, was sind deine Wünsche, was sind deine Sehnsüchte. Du hast die Bedürfnis über Partnerschaft zum Reden. Du hast auch diesen Wunsch, dass dein Partner entgegenkommt und öffnet sich, überreicht diesem goldenen Kelch. Und das symbolisiert die Gefühle, Struktur, Sicherheit und Stabilität ist für dich ein großes Bedürfnis. Erreichst du das? Erreichst du das? Ja, du wirst das erreichen. Aber achte auf dein Gefühl. Wenn du ein gutes Gefühl dabei hast, wenn du das vertrauen kannst, dann kommen diese goldenen Tale. Es ist nicht nur die Finanzen, es ist Ideenreichtum oder wahre Freundschaften. Das sind Werte im Leben. Nimm diese Werte in Besitz und vor allem glaube an dir selbst und steh zu deinen Werten. Wenn das in Form kommt und du bist von dir selbst überzeugt, dann hast du diese Struktur und du kannst sicher sein, dann hast du diese Ausstrahlung und genau das kommt auch zurück. Du wirst in Zukunft in diesem Wohlstand leben. Das, was diese Karte dir verspricht. Liebe Amelia, so könnte ich diese Engelbotschaft vermitteln. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure
Dendera Susanna Medici.